Wir beginnen mit unserer ersten Podiumsdiskussion und während ich die drei Herren vom Vormittag auf die Bühne bitte, darf ich Ihnen noch etwas mitgeben. Sie finden das Hubertus, die neue Ausgabe von dem neu überarbeiteten Magazin, in Ihrer Tasche am Sitz. Nehmen Sie es mit, blättern Sie drinnen, schauen Sie es an. Das ist von der Redaktion vom Weitwerk. Das Weitwerk kennen Sie alle. Vielleicht kennen Sie auch das Hubertus schon. Wenn Sie Interesse haben, man kann es abonnieren. Bitte jederzeit gerne beim Jagdverband melden, beim Weitwerk melden. Die freuen sich über Interessenten. Es ist ein tolles Heft, ich habe mir es schon durchgeschaut. Ich darf die drei Herren, Schießer, Zeilinger und Hitz, wieder zu mir auf die Bühne bitten. Meine Referenten vom Vormittag. Da kommen sie schon. Danke für einen Applaus. Unser Thema ist die Jagdhundeführung zwischen Tradition und Moderne. Sie kennen die drei Herren schon vom Vormittag. Ich habe mir ein paar Einstiegsfragen vorbereitet, aber wir gehen dann später natürlich auch in die Publikumsdiskussion. Ich fange mit dem Christoph an. Christoph, wir haben heute schon einiges gehört zum Thema Ortungsgeräte, dass die vielfach im Einsatz sind, immer mehr. Welche Trends gibt es? Welche gibt es positive, negative Veränderungen? Was kannst du da erkennen? Wie siehst du das? Also bezüglich Ortungsgeräte, das ist eigentlich jetzt das große Moderne, was in jeder Hundesparte eigentlich zum Einsatz findet. Und der Trend ist, dass immer mehr Jagdhundeführer ein GPS haben oder sie zulegen, aber ein Großteil dann nicht umgekehrt damit. Das ist das nächste Problem, das ist halt, was man da sieht. Und man darf das nicht vergessen, das ist ein Hilfsmittel und kein Allheilmittel. Also das soll wirklich nur unterstützend sein, weil wenn das technische Gerät ausfällt, haben wir ja jetzt schon gesehen, auch PowerPoint, Arme ausgefallen und der Hund hat das nicht mehr und ich weiß nicht, wo der Hund ist, der Hund muss das trotzdem erlernt haben, dass er wieder zum Herrn zurückkommt oder dass man sich anders verständigen kann. Das haben sie früher auch gehabt, ohne GPS. Die Vor- und Nachteile sind heute eh schon ein paar Mal angesprochen worden. Der große Vorteil ist, dass ich den Hund relativ schnell finde, ich kann ihm schnell helfen. Wenn das gerade bei einer Nachsuche, wenn das ein Strafschuss oder was ist, was der Hund vielleicht nur ein paar Minuten stehen kann, bin ich dort. Und sonst habe ich früher mein Auto umeinander fahren müssen, schauen, wo der Hund steht. Und da sind so Schüsse fast nicht zustande gekommen, weil es wirklich schwer sind. Der große Nachteil ist, was wir auch schon gehört haben, von Herrn Schießer und von Herrn Zeilinger, dass einfach die Hunde verlernen, dass sie zurückkommen, dass sie zurückfinden, weil das Herrl holt mich eh überall. Ich bleib da sitzen und warte, er kommt. Aber nur wenn das Gerät einmal ausfällt, dann kommt er halt nicht. Das ist das Problem. Also das sind die großen und ganzen. Und es gibt eigentlich bei den, weil wir in der Pause haben wir viele Leute angeredet, bezüglich was für Systeme gibt. Ich bin da zwar der verkehrte Ansprechpartner, da gab es im Publikum bessere, aber ich kann nur grob sagen, es sind am Markt, der Johannes hat das schon gesagt, zwei große, was wirklich sinnvoll sind, das ist das Garmin und das Tracker-System. Das eine geht mit Handy und GSM-Modul und das andere geht über Funk. Der Vorteil ist, wenn ich kein Handyempfang habe, das Garmin geht. Es hat, die Reichweite ist zwar eingeschränkt, aber wenn jetzt das topografische Gelände also topografisch ist, also habe ich am letzten Punkt, am höchsten Punkt, habe ich die letzte Koordinaten und die finde wieder hin. Und jetzt gibt es angeblich ein neues Gerät, was die zwei Komponenten vereinen. Also GSM-Netz und Funk. Das war dann da über drüber. In Wirklichkeit, wenn das GSM-Netz ausfällt, habe ich noch immer einen Funk. Und der Vorteil ist beim GSM-Netz, ich kann den Hund sogar anrufen und ich höre 2-3 Meter Radius, was sich bei dem Hund anspielt. Also da braucht er aber einen Empfang und ich auch halt. Aber meistens, gerade bei der Nachsuche, jetzt bei der Stöberjagd, das ist wieder ein bisschen anders. Weil sich der Hund ja bewegt, bei der Nachsuche, wenn der jetzt der Stickel stört, dann ist das meistens irgendwo im tiefsten Graben oder beim Bach, halt, wo halt der Hund nicht mehr, wo der Stickel nicht mehr auskommt, was der Hund halt hat. Und da ist meistens mein Empfang sehr rar halt. Und deswegen ist eigentlich, das Allheilmittel ist nicht. Also der Hund muss genauso ausbildet sein und das ist das Wichtigste, sage ich mal. Das heißt, Technik kann ergänzen, aber nie ersetzen. Genau, oder? Genau. Ergänzung, Hilfsmittel, ja. Wie ich schon gesagt habe. Also nicht das Allheilmittel, sondern ein Hilfsmittel. Über die Ausbildung geht nichts drüber in Wirklichkeit. Das ist so. Das haben sie schon vor 100 Jahren gewusst und das hat sich nicht geändert. Die beiden Herren nicken. Gibt es abweichende Meinungen dazu oder stimmen Sie da völlig überein?
Na, grundsätzlich braucht man den Ausführungen von Christoph nichts hinzufügen. Nochmal, ist, wie ich es da bei meiner Präsentation gesagt habe, dieses Zurückkommen vom Hund, das ist wirklich essentiell, sowohl für den Stöberer wie für den Nachsuchenhund. Und das bitte nicht vergessen, dass den Hund schon als der Kleine lernen. Und wie der Karl-Heinz gesagt hat, da muss der Hundeführer auch die Ruhe danach haben. Weil wir vor fast 30 Jahren den ersten Jagdjahr geführt habe auf einer Riegeljagd. Und dann hast du geschnallt und dann hast du ihn nach 2 Stunden wieder mal gesehen. Und in die 2 Stunden hast du aber nicht gewusst, wo der ist. Ja? Also dieses Chill Down, wenn man das so formulieren darf, das müssen die Hundeführer mal kriegen. Ja? Mhm. Die Hund, glaube ich, hätten sie, aber das sollten die Hundeführer kriegen, dass sie nicht so klein nervös werden. Ich meine, es gibt sicher Extremsituationen, wo der Hund vielleicht in der Nähe einer stark befahrenen Straße ist. Na, da noch einen. Aber grundsätzlich im Jagdbetrieb. Wirklich nur als Hilfsmittel, nur als Ergänzung, wirklich als Ergänzung sehen. Ja, schon. Einen Weidenhund habe ich bei die Wachtel genauso. Also ich habe Kurzjäger und Weidjäger oder Spitzformulierung mache, einen Fernaufklärer. Ja. Ich kann den Fernaufklärer nicht mit einem Ortungsgerät erziehen, ja. Das ist damit gemeint. Darf ich Sie bitten, wir hören Sie nicht, dass Sie kurz noch warten bis zur Publikumsrunde, weil Sie kriegen das Mikro, dann hören Sie nämlich alle im Saal, ansonsten hören wir Sie nur da vorne, das ist dann schade fürs Publikum. Also für mich stellt sich auch die Frage, wenn ich so einen Hund habe, der auf der Fährte oder auf der Hasenspur nicht mehr zurückkommt, ja, das sollte schon genau angeschaut werden, weil solche Hunde in der Zucht auch problematisch sind. Dieses Verhalten sollte sie nicht vererben, ja? Das wollen wir nicht. Weil der Hund sollte schon immer wieder den Hundeführer suchen und zu einem zurückkommen. Und ob er das jetzt dann angelernt oder genetisch drin hat, das sollte man schon im Prüfungswesen sehr, sehr gut außerfiltern können. Mhm. Herr Zeilinger, ich an Sie die nächste Frage. Sie haben uns gezeigt, das hat mich fasziniert, diese Box. Und das finde ich auch spannend, wenn man sagt, so ein Nicht-High-Tech Übungsgerät oder Trainingsgerät. Gibt es noch mehr? Gibt es Vorteile, Nachteile, Hightech, nicht Hightech? Oder macht eine Ergänzung Sinn? Und gibt es noch weitere Trainingsgeräte, die man, ich sage jetzt einmal, salopp selber basteln oder bauen kann? Ja, die Box ist natürlich so, wie sie jetzt da abgebildet war, selbst gebastelt, selbst gebaut. Wenn man es käuflich erwerbt und erwirbt, so wie es sein sollte, kann man vorne dann noch das aufklappen, dass der Hund verschiedene Übungen kann man noch machen. Man kann das komplett erlegen und es macht das Sinn, wenn es nur länger ist, dass sich der Hund mit dem Halt genau hinlegen kann, dass er nicht seitlich verrutscht beim Legen. Da gibt es dann viele Sachen, wo natürlich, ob es dann sinnvoll ist, das zu machen, ist. Ja, natürlich schaut man immer wieder die preisliche Komponente an. Wir machen auch mit, kann man sich vorstellen, wie eine Angel, die man in den Boden einsteckt. Oben ist dann die lange Leine, dann sind die Boxen und dann schicke ich den Hund von A nach B. Er ist über die Leine gesichert. Er weiß ganz genau, er kann den Training jetzt nicht aus, aber eine Ablenkung ist, er muss das machen, was ich ihm anschaffe. Und solche Sachen, die baut man natürlich selber. Natürlich kann man es auch kaufen, aber es ist das Ganze, die Anschaffung kostet eh alles ein Geld und wenn man sich was ersparen kann, warum nicht? Das ist sicher nicht schlecht. Das heißt, wenn ich Tipps brauche, komme ich zu Ihnen. Und Sie helfen mir weiter mit der Bauanleitung. Genau, also kein Problem. Ich habe keine zum Downloaden oder irgendwas, aber wenn man mich fragt, dann wird ihm weitergeholfen. Wir machen das live. Herr Schießer, ich lese immer mehr und kommt mir immer öfters unter das Thema Drohne in der Schwarzwildjagd, Maisjagd. Was hat es auf sich damit? Ich bin nach wie gesagt ein Laie. Wie beurteilen Sie das? Wie stelle ich mir das Thema in der Bedeutung vor? Was hat es damit auf sich? Ja, also die Drohne kennen wir Jäger derzeit beim Wildeinsatz als Wildrettung, nicht? Schutz vor Ausmähen bei Niederwild und Rehwild, kommt jetzt verstärkt zum Einsatz bei Maisjagden.
Ich glaube, wir müssen dann ein bisschen diskutieren darüber. Man muss das, sich dem Thema sehr vorsichtig nähern. Wir haben bei der Schwarzwildjagd schon sehr viele technische Möglichkeiten erlaubt bekommen, das Schwarzwild zu bejagen. Das hat begonnen mit der mobilen Lampe. Mittlerweile sind wir bei den Nachtzielhilfen, wo du in der Nacht dann teilweise schon besser siehst wie tagsüber. Und jetzt kommt gerade bei der Schwarzwildjagd noch die Drohne dazu. Also da müssen wir schauen, wie wir das wirklich handeln und wirklich absolut vernünftig einsetzen, diese Geschichte mit der Drohne, damit das nicht in der Öffentlichkeit in die falsche Richtung ausschlägt, gerade in Zeiten wie diesen. Ne? Wenn du jetzt die Medien einschaltest, hörst du, das ist eine Drohnenaufnahme und das ist eine Drohnenaufnahme. Und dann ist ja im Mainstream ja gleich der Kurzschluss, die Jäger arbeiten jetzt auch schon damit. Ja? Da muss man, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein und dieser Diskussion sich nähern. Um das jetzt speziell, ich möchte jetzt einmal nur fokussieren auf die Maisjagd und auf sonst nichts anderes. Warum? Bei der Maisjagd sollten wir da vernünftige Diskussion führen. Wie es der Dominik Buchecker erwähnt hat, der Hund hat ein Problem, wenn es warm wird. Also für den Hund ist dieses absolute Hitzeempfinden, was wir haben bei 30, auch 36 Grad, ist beim Hund bei 25, 28 Grad gegeben, ja. Das heißt, ein Hund starke Leistung abverlangen jenseits der 20 Grad plus geht nur eine gewisse Zeit und unter größten Vorsichtsmaßnahmen. Und wenn ich jetzt so eine Maisriegeljagd hernehme, wo die Hunde ja mit vollem Tempo da reingehen, die Schwarzwild suchen, dann stört sie das Schwarzwild, dann gibt es halt ein bisschen ein paar Rangeleien, formulieren Sie es mal so. Das ist eine extreme körperliche Belastung. Und wenn ich das minimieren kann, dass ich nicht 3-4 Maisäcker leer durchgehe sozusagen, das heißt, die Hunde stöbern, machen da vielleicht ein paar Rehe hoch, aber sind keine Sau drin, okay, wir gehen in den nächsten Acker, und dann sind die Hunde vielleicht 3-4 Stunden unterwegs bei erhöhten Temperaturen, ist das ein Ding der Unmöglichkeit. Und dann lässt die Nasenleistung des Hundes nach, der Hund ist müde, hat die Schutzweste genommen, das führt dann zu nichts. Und wenn ich das wirklich da lokalisieren kann, sagen, okay, in diesen 5 Hektar sind sie jetzt ja drinnen und da gezielt das Bejage, ist aus Sicht des Hundeführers, sage ich ja, aber wie gesagt, unter dem allgemeinen Kontext, wie erscheint diese Unterstützung der Drohne in der jagdlichen Öffentlichkeit, also unter uns Jägern und dann allgemein in der Öffentlichkeit. Ich glaube, diese Diskussion müssen wir, glaube ich, noch führen, aber sinnvoll führen, ja. Nicht mit Killer-Argumenten argumentieren, sondern wirklich sinnvoll und sachlich führen. Aber wie gesagt, aus Jagdhundesicht, vom Jagdhund her, ja. Aber das befreit mich nicht, wie der Buchiger Dominik gesagt hat, dass ich nicht die Maisjagd um 8 in der Früh mache, wo ich nur plus 15 Grad habe und nicht warte bis 15 oder 16 Uhr, wo die größte Hitzeempfindlichkeit ist. Also es ist ein sensibles Thema, wie generell bei der Jagd, wenn neue technische Einführungen kommen. Ich erinnere nur an die Diskussion Schalldämpfer. Schalldämpfer ist heute gang und gäbe, und da jeder sagt schon, waren wir wahnsinnig früher, dass wir den Schalldämpfer nicht früher bekommen haben. Danke auch für die juristische Begleitung beim Schalldämpfer, schon vorher. Oder die Nachtzielhilfen. Die Nachtzielhilfen wurde ja auch teilweise schon außerhalb der Jägerschaft gefordert, wegen einem weitgerechten Schuss, weil ich da viel besser sehe, als wenn ich nicht habe. Aber bei der Drohne sehe ich das im Moment ein bisschen mit Vorsicht. Ich bin jetzt sagen, skeptisch, ein bisschen mit Vorsicht. Da müssen wir sehr sachte mit diesem Thema umgehen. Aber wenn ich Ihnen zuhöre, glaube ich, ist wichtig, und das dürfte ja ein relativ junges Phänomen sein, dass man sagt, man fängt jetzt schon an, sehr offensiv zu erklären, warum die Drohne, was bringt sie, wo kann sie unterstützen und was sind die Vorteile, wie Sie es gesagt haben, auch für Hund und also was ist das Positive und nicht abzuwarten, bis sie jemand ein eigenes Bild macht, müssen, oder? Wir müssen schauen, dass wir, wie der Karl-Heinz ja gesagt hat, dass wir bei jedem Thema, was die Jagd betrifft, unser Landesjägermeister sagt es auch immer, wir müssen den Leadership haben. Ja. Das heißt, wir müssen die Themen vorgeben und wir geben den ersten sachlichen Input. Und dann fahren die Medien mit dieser Stellungnahme. Weil dem Moment, wo das Medium eine nicht sachlich-jagdliche Aussage hat, ist die einmal als Headline draußen und die wieder reinzuholen, ist sehr schwierig. Und deswegen bin ich, wie gesagt, da ein bisschen vorsichtig da bei der Drohne. Da bitte ich um vernünftige Diskussion, wenn sie irgendwo versuchsweise eingesetzt wird, soll man das wirklich vernünftig nutzen und nicht irgendwelche Stammtischparolen dann weglassen, die uns dann mehr schaden als wir nutzen. Mhm.
Ich nehme vielleicht die Frage oder den Input von vorhin auf. Ich glaube, da ging es um das Thema unterschiedliches Hundewesen oder ganz unterschiedliche Hundetypen. Was heißt das? Eine Frage an Sie alle drei im Zusammenhang mit technischen Hilfsmitteln, im Training, in der Ausbildung, in der Führung. Wie wirkt sich das aus? Welcher Hund braucht, reagiert wo drauf? Wie muss man das einordnen in der Wahl auch sozusagen der unterstützenden Mittel? Wer mag, beginnt. Ich fange wieder an bezüglich Nachsuche. Also bei der Nachsuche eben das Ortungssystem ist die Unterstützung, dass ich viel schneller beim Hund bin, wie ich schon gesagt habe. Ich habe oft beim Fühlen nachsuchen, wenn die Schützen oder das Personal mitgeht hinter mir und wir steuern den Hund, weil der Stickel hoch wird. Und da gibt es auch keine Hektik, weil der Hund, wenn der jetzt 5 Minuten länger steht, sage ich mal, ist das sicherer. Ich packe meinen Rennbaum zusammen, alles, dann schaue ich das GPS aus und der Hund ist in die Richtung und hat und fährt und ich drehe mich um und gehe in die Richtung und sage, du bist deppert, der Hund ist ja dort. Sag, ja, der Hund ist schon 800 Meter in der Richtung und steht dort. Also das sind so Sachen, früher ohne GPS hast du nachrennen müssen, hören, wo der Hund ist, irgendwo einen erhöhten Punkt, schauen, wo er laut gibt und das ist alles Zeit und Kosten und du musst alles zu Fuß machen. Mein Auto, wenn es geht, vom Gelände her, kann man oft Auto anfordern, geh holt's mit dort, ich drehe eine Runde und so mit dem GPS ist das wirklich fort. Ich meine, wir setzen jetzt auch das Auto ein, weil du schneller dort bist. Wenn ich weiß, der ist dort 3 Kilometer bei einer Vorstraße, du hast auf den Ortungsgerät hast du Landkarten, alles drauf, da siehst du, ob das ein Wald, ein Fluss, Ortsgebiet ist, egal. Und ich schaue, dass ich ein Auto organisiere, deswegen habe ich auch ein Handy draufgeschrieben auf meinen Vortrag. Das ist auch wichtig, dass wann es geht, sage ich mal, aber irgendwann hast du einen Empfang wieder und dann, dass du einfach schneller dort bist. Und das ist der Sinn der Sache eigentlich. Das ist meines Erachtens neben Plastikschweißriemen und der modernen Kleidung bei den Schweiß und das einzige neue Errungenschaft, was, sage ich mal, die letzten 100 Jahre wirklich praxisgerecht einen Sinn gemacht hat. Also kein Schnickschnack oder irgendwas, sondern wirklich von der Praxis für die Praxis. Und wie gesagt, aber Norbe, das kann jederzeit ausführen, das habe ich selber schon gehabt. Patrilla oder Akkula oder irgendwas, das ist das Wenigste, das kannst du wechseln, aber meistens ist schönes Wetter zum Nachsuchen, es schneit oder regnet oder irgendwas, du bist eh schon waschen aus, dann die Hand schon dreckig und dann musst du das auch noch machen, du musst den Hund helfen. Auf einer Wülzer oder auf einer Gams, was wirklich gefährlich oder kann ein Hirsch genauso gefährlich sein, Gottes Willen. Also schon etliche Hirsch, die Hunde angestochen. Dass du jetzt schnell dort bist und das ist dann eine Stresssituation. Mhm. Jetzt bist du meistens in der Botanik irgendwo ganz allein und dann sollst du das Gerät bedienen, da sollst du dich auskennen, dann ratzt irgendwas und dann bist du eh schon Stress pur, sage ich mal. Und das ist das Ganze bei den Ganzen. Und das ist wirklich, deswegen muss der Hund auch selbstständig. Wenn das 3 Stunden dauert, muss der 3 Stunden bei den Stickel stehen und stellen. Und er sollte normalerweise nicht das probieren zum Niederziehen, sondern er soll es wirklich Auge in Auge stellen und er soll es halt nicht weglassen. Das ist der Sinn von einem Schweißhund in der Regel. Ich meine, manche gibt es, also ein Reh oder was, dass er niederzieht, keine Frage. Aber in der Regel soll es sein, dass er es wirklich stellt und dass du dann in Fangschuss geben kannst oder eben mit dem Messer anfangen kannst. Das war der Sinn der Sache. Es ist ganz selten. Bis jetzt ist in meiner Laufbahn, das ist, glaube ich, 3-4 Mal passiert und es sind schon wirklich viele Nachsuchen, dass der Hund das Stickel während der Hatz, das verengt ist während der Hatz. Ja, der hat das angehatzt und das ist während der Hatz verengt und wenn du da dann nicht einen Verweiser hast oder dort zu böhnen, ist auch bedingt, wenn der 2 Gramm weiter sitzt, der kann den ganzen Tag böhnen hören, den Hund nicht, sage ich mal, außer ich suche ihn aktiv. Und wenn er nicht verweist oder mit dem GPS weiß ich halt, der Hund ist da 700 Meter dort vorne, und die Stickel ist verengt, aber das ist eher selten der Fall. In der Regel schierst du das vor allem zusammen oder fängst du mit dem Messer an. Das sind die einzigen Kriterien also von GPS. Wirklich, das ist der große Vorteil von denen. Aber auskennen muss man sich auch damit. Das ist das Wichtige. Ja, es ist so. Viel kaufen sie eins. Das kostet, ist auch nicht so billig, zwischen 800 und 1200 Euro. Das ist da, war jetzt so wenig. Und dann rufen sie an, okay, jetzt haben wir ein GPS gekauft. Okay, kannst du mir das erklären? Idealerweise kennt man sie vor dem Einsatz schon aus. Ja, genau. Na, passt. So ist. Herr Zeilinger. Ich möchte nur was sagen zur Ausbildung mit der Drohne. Wir haben das auch probiert. Unsere Jagdhunde sind ja eigentlich sehr, sehr wesensstarke Hunde. Und wir haben das auch probiert, dass wir über den Hund mit der Drohne fliegen, damit er das gewohnt. Man weiß nicht, was man in Einsatz dann braucht, aber kann immer wieder sein, dass die Hunde unten arbeiten und man schaut von oben irgendwas.
Und das haben wir schon auch konditioniert. Wir haben es zwar voriges Jahr mal gebraucht, wie wir die Filmaufnahmen für den Niederösterreichischen Landesjagdverband gemacht haben. Da hat man dann gesehen, dass der Hund, dann war das komplett egal, ob da eine Drohne oben ist oder der Kameramann nebenbei und das Ganze. Aber ich glaube, dass solche Sachen zusammengeführt werden müssen, obwohl wir ja in der Tradition sind. Und das wollen wir ja absolut nicht vergessen, dass wir schon so arbeiten wollen mit den Hunden, auch wie unsere Vorfahren. Aber natürlich auf die Moderne, das wird man auch einfließen lassen in das Ganze. Danke, Herr Schießer, haben Sie noch was zu ergänzen? Ja, Technik bei der Jagdausübung selbst vielleicht, also Ortungsgerät haben wir heute schon, glaube ich, ausreichend erwähnt. Technik, das Thema ist heute noch nicht so gekommen. Also Baujagd ohne Bauräte ist heutzutage unvorstellbar. Also für alle, die einen Bauräter nicht kennen, das ist ein Lawinensuchsystem-Prinzip. Also ein Sender auf dem Haus und ein Empfänger bei mir heroben. Da kann ich jederzeit den Bauhund orten, wo er ist. Da sagen und dann mache ich Jäger, okay, das glaube ich nicht, dass der schon 10 Meter drinnen ist, die Röhre so weit geht. Also das ist schon eigentlich Usus schon seit einigen Jahrzehnten fast. Das wäre direkt fahrlässig, einen Bauhund ohne Bauräte in den Bau zu schicken. Beim Ordnungsgerät, nochmal bei der Niederwildjagd sehe ich nicht unbedingt so diesen Bedarf. Weil der Hund immer bei mir sein sollte, ja. Aber wenn er mal kurzfristig weg ist, das sehe ich nicht unbedingt. Bei den Bewegungsjagden ist es ein anderes Thema. Bei Technik, es hat sich geändert, so wie bei uns, die Signalbänder, das hat sich geändert, die Schutzwesten sind sicher ein Thema, das man in den letzten 5-6 Jahren ziemlich stark angestiegen ist. Hängt unmittelbar mit der Schwarzwildjagd zusammen. Das heißt, die Schwarzwildpopulation hat eine gewaltige Auswirkung auf unser Jagdsystem überhaupt und auch auf die Jagdhundeleistung, auf diese Jagdhunde abführen und ausbilden, was im Prinzip fast alle Rassen betrifft. Ja. Also du kannst heute bei einer Jagdhundeausbildung, bei keiner Rasse, kann ich sagen, wir beschäftigen uns nicht mit dem Thema Schwarzwild, weil schlimmstenfalls kann er bei einer Niederwildjagd in einem Maisfeld gehen und da 2-3 Sauden drinnen stecken. Und da sollte man rechtzeitig drauf schauen. Wir haben da gemerkt, wie wir damals bei den Schweiß-Sonderprüfungen den Schwarzwildschweiß eingeführt haben, auf der Kunstfährte. Das muss der Hund auch kennen. Der Hund unterscheidet genau, ob das jetzt ein Rotwild, ein Rehwild oder ein Schwarzwildfährten ist. Und wenn der Hund mit Schwarzwild nicht richtig ausgebildet wurde, bleibt er der schlicht und einfach stehen, der arbeitet die Fährten gar nicht, obwohl es eine Kunstfährte ist. Haben wir live gesehen, weil da hat der Hundeführer gesagt, du weißt eh, dass wir heute Schwarzwildschweiß haben, sagt er, ja, der geht eh. Hast du einmal gearbeitet? Nein, aber der macht sicher, ja. Nach 2 Meter war Pause. Mhm. Ja. Also das gehört auch zu der Abführtechnik dazu, dass ich mich heute nicht nur mehr auf Rehwildschweiß oder Rotwild konzentriere, sondern das Schwarzwild kommt nur noch mal überall vor, von der Aue unten im Morchfeld bis ins Voralpenland und du kannst überall mit der Wildart zu tun haben und auf das, glaube ich, muss man auch den Fokus legen, da verstärkt die Hundeausbildung auch zum Selbstschutz des Hundes hier ein bisschen mehr zu forcieren. Dankeschön. Ich darf Sie im Publikum fragen. Gibt es Fragen an die drei Herren auf der Bühne? Es sind einige Themen angeschnitten worden, die Technik, die gezimmerte Technik wie die Hightech-Technik, wir haben das Thema Hundewesen gehabt. Wenn Sie Ihre Frage noch mal weiter oder Ihren Kommentar aus... Warten, Sie kriegen ein Mikro. Ich habe nur erwähnt, dass bei den deutschen Jagdtieren natürlich Hunde gibt, die was weit gehen und kurz sind. Ich habe einen Oberförster gehabt, Oberförster Brenner, werden vielleicht viele Leute kennen, der hat gesagt, für mich ist ein deutscher Jagdtier nur interessant, wenn er auch weitergeht. Er will es nicht, dass der Hund da um ihn herum ist. Und ich sehe das nämlich auch so. Also da muss man schon unterscheiden. Gibt es auch eine konkrete Frage an einen der Herren? Ja, der Hannes kennt mich eh recht gut. Nein, Werner, das Ortungsgerät verteufelt ja nicht den Weitjäger oder Fernaufklärer. Es unterstützt dich nur mehr, damit du weißt, wo das ist. Also es hat das eine mit dem anderen ja nichts zu tun. Ne? Wie ich die Hunde einsetze, ob ich Weitjagende oder Kurzjagende brauche, das Richtige ist halt eh die Mixtur, aber das haben wir heute schon gehört. Ja. Also es hat nicht unbedingt mit Technik zu tun. Das war... Wir wollten eigentlich nur herausarbeiten, dass wir nach wie vor einen Hund brauchen, der ausgebildet wird und
der Anlagen mitbringt und die Technik, wie es der Christoph auch schon ein paar Mal gesagt hat, wirklich nur ein Hilfsmittel ist, ja, und im Notfall zur Hilfestellung dient, aber nicht die Arbeit des Hundes ersetzt. Okay. Wir haben eine Frage da rechts drüben, sehe ich eine Hand oben. Wenn Sie bitte dazu sagen, an wen Sie die Frage richten. Ja, es ist weniger eine Frage, mehr eine Erläuterung, eine kurze. Weil das Thema Hundeortung laufend kommt, ist ein Spezialthema von mir ein bisschen. Die Thematik der GPS-Ortung bei Hunden hat ursprünglich den Gedanken gehabt, nur den Hund zu orten und die Erleichterung durchzuführen bei Schnallen des Hundes. Oder, das war der Grundgedanke, kommt aus dem Nordischen eigentlich aus und hat sich bei uns etabliert. Was macht aber moderne Hundetechnik, moderne Hundeortung hat nicht nur den Charakter des Auffinden des Hundes, sondern ist sehr wohl auch ein Planungsinstrument und hat sehr wohl auch in Bezug auf Bewegungsjagden, auf die Durchführung von Stöberjagden, auf die Planung von Stöberjagden einen maßgeblichen Charakter, vor allem wenn man sich aktiv mit der Ortung auseinandersetzt. Das Auffinden des Hundes oder das Zurückfinden, es wird immer wieder das erwähnt, man soll den Hund nicht holen. Entschuldigung, das ist eindeutig ein Führerfehler. Das ist genauso, wie wenn ich sage, ich darf bei einer Stoppteufel nicht drüber fahren. Das ist über das möchte ich eigentlich gar nicht diskutieren in der ganzen Thematik. Die Thematik ist Schutz des Hundes, Schnelligkeit, Hilfe des Jagdhundes, Planung und Organisation. Und das ist Ortungstechnik im Hundewesen. Wir lernen zum Beispiel ich bin Stöberhundeführer, führe zwei Wachtelhunde, bin in einer großen aktiven Gruppe dabei. Wir planen anhand der ausgewerteten Hundedaten, Jagdstände aussuchen, anhand von Hundedaten. Dort, wo der Hund hingeht, dort, wo der Einstand ist, wo sind die Fernwechsel. Das ist Planung, das ist Planungsgrundlage. Da sind wir jetzt wieder dort, da hilft uns die Technik. Ich brauche beim Vorsteher zum Beispiel, weil wir zuerst die Thematik Vorsteher angesprochen haben. Darf ich Sie bitten, schon langsam zu einem Ende zu kommen? Ja, ganz kurz. Ich weiß, das sagen Sie alle ganz kurz. Bei Vorsteher wird das nämlich schon sehr, sehr spannend wieder, das Thema. Ich habe immer mehr Anfragen von Vorsteherhundeführern und vor allem von Züchtern, die die Leistung des Hundes dokumentieren wollen, besonders wenn sie sagen, da schaut es her, mein Hund arbeitet im Schiff und das ist die Arbeitsleistung. Das heißt, die Technik unterstützt uns auch in der Dokumentation der Leistung der Hunde und alle Jagden, so wie es bei uns jagen bis zu 25, 30 Hunde mit GPS. Ich kann nachträglich Nachsuchen organisieren, die Leistung der Hunde dokumentieren und die nächste Jagd wieder planen. Also es ist, Technik hat da extreme Vorteile gebracht. Klingt sehr vernünftig und nachvollziehbar. Ich glaube, wenn ich es aus der Mittagspause richtig mitgenommen habe, das Weidwerk wird ja auch einen Schwerpunkt setzen zu diesen Themen, die wir heute behandeln. Und ich glaube, da gab es schon die Einladung an Sie, dort ausführlicher auch noch das Thema zu beleuchten. Aber vielen Dank für die Wortmeldung und die Ergänzung. Gibt es weitere Fragen aus dem Publikum? Da hinten, von mir aus linken Block, im hinteren Drittel. Vielleicht inzwischen ganz kurz nur, ich bekomme hier am Tablet auch Fragen an die Frau Eder. Die Frage, die Sie hier stellen, passt in die Runde nicht ganz. Wir nehmen sie aber mit, geht an den Jagdverband und Sie bekommen eine Antwort drauf. Möchte ich Ihnen nur mitgeben. Bitte. Mein Name ist Philipp Itter und ich hätte eine Frage insbesondere an den Herrn Meisterführer Zeilinger, den ich lange und gut kenne und auch als sehr fortschrittlichen Kursleiter und Hundeführer kennengelernt habe. Wir erleben ja immer wieder, oder wir hören auch heute, dass die Jagdhundeausbildung ja eines der zentralen Punkte des Jagdhundewesens an sich ist. Und man hört ja immer wieder, dass die Hundeführer schlechter ausgebildet seien und dass die Qualität sinken würde. Und bist du nicht der Meinung, Karl-Heinz, dass es sinnvoll wäre, die Drohnen gerade auch bei der Ausbildung jungen Hundeführern zur Verfügung zu stellen, um ihnen auch zu zeigen, wie der Idealfall eines Prüfungsfaches wäre? Und weil auch der Richterreferent des ÖJGV, der Meisterführer Kauderer, weiß jetzt nicht, wo er jetzt sitzt, hier ist, würde ich auch bitten, dass man anregt, ob man nicht auch Videomaterial in die Ausbildung der Leistungsrichter und Leistungsrichterinnen mit einfließen lässt. Also bei uns, also ich mache das schon länger,
dass ich, wenn wir zum Beispiel eine Quersuche oder eine Feldsuche machen, dass wir Videos drehen, wie das ausschaut, wie das funktioniert, dass ich aufzeichne, wie der Hund planmäßig etwas absucht. Aber ich bin dankbar für deine Frage, Philipp, weil ich denke, dass man schon seitens, was ein Werster macht, oder ÖJGV oder Landesjagdverband, oder kann man sich da zusammenschließen, um so Lehrvideos zu machen, wie denn was aussieht, weil das Problem haben wir schon bei den Erstlingsführern und auch bei älteren Führern, dass sie das so wirklich gut eintrainieren können. Da fehlt oft ein bisschen der Ansatz, wie mache ich das, wie soll es denn ausschauen. Und alles, was ich einmal über Bilder gesehen habe, ich denke mal, es war heute im Vortrag das Gleiche, diese Technikbox ist für manche eine Schuhschachtel, wo ein Hund drin sitzt. Ja? Aber wie man den Film gesehen hat, dann kann man sofort einmal sagen, okay, das ist es. Das kann das Ding, das will ich haben oder will es nicht haben. Ja? Und das ist sicher ein Thema, das was man andenken soll. Aber das ist auch das Thema, warum wir mit der Drohne über die Hunde beim Training sind, damit sie es gewöhnen, ja? Weil ich natürlich dann mit der Kamera mitfilmen kann. Das wäre die Idee dahinter. Ja? Vielen Dank für diese Ausführungen. Ich habe noch einen kurzen Zusatz dazu, weil wir dürfen ja eins nicht vergessen. Die meisten, jeder, der sich eine Kaffeemaschine kauft, eine Waschmaschine, was auch immer was, die Anleitungen rennen über YouTube. Es liest ja praktisch niemand mehr eine Anleitung durch. Und genau so müssen wir uns auch mit der Realität auseinandersetzen, dass immer weniger die Prüfungsordnungen ausführlich oder ausreichend studieren. Und ich glaube, das ist eine wirklich hilfreiche Ergänzung wäre, wenn man sowohl den Hundeführern in der Ausbildung als auch den Leistungsrichtern hier Bildmaterial zur Verfügung stellt. Ja, und für das war ich auch so dankbar, wie man im Bezirk am Städten das angefangen hat, dass der Franz Hochhölzer das wirklich als Arbeitsgruppe eingeteilt hat. Weil diese Arbeitsgruppe, da kann man dann vieles machen und mit mehreren Leuten zusammen und da formt man was. Und das war wirklich top und ich denke mal, bei uns im Bezirk ist Hundewesen jetzt sehr hoch. Wir haben sehr viele, die sich mit Ausbildung beschäftigen. Das ist wichtig und ich würde mir das auch wünschen, zum Beispiel im ÖJGV, so wie ein Leistungsrichterreferat, dass es ein Ausbildungsreferat gibt. Ja? Weil ich weiß nicht, wenn ich beim ÖJGV bezüglich Ausbildung hinschicken soll oder wenn ich fragen soll. Ja? Aber danke, Philipp, für die Frage. War gut. Danke für den Input. Ich glaube, sehr konkrete Punkte, die wir gut mitnehmen können. Gibt es noch Fragen? Zweimal Hände, einmal im mittleren Bereich, einmal vorne. Wir haben Sie schon gesehen, Sie kommen als Nächstes. Die Frage ist an den Herrn Zeilinger. Ich habe gesehen, dass Sie Bildmaterial von Uwe Heiß verwenden. Wie stehen Sie denn da an der Gratwanderung zwischen Tierschutzrelevanz und Ausbildung? Tierschutzrelevant ist das allemal. Darum habe ich ja auf das Klickertraining, ich habe das Klickertraining Großteil von Uwe Heiß gelernt. Ja. Ich bin immer wieder im Kontakt mit ihm. Ich habe, glaube ich, über 22 Seminare bei ihm besucht. Ich glaube, beim 18. Seminar habe ich gesagt zu ihm, ich bin schon wieder da. Hat er gesagt, ja, mir geht es super, der Computer, ich check das auch nicht. Ja. Aber ich habe auch Videos, das zweite Video ist von Winfried Edelmann aus Deutschland. Wir haben selber Videos, aber ich will nicht meine Hunde zeigen, ich will andere Hunde zeigen. Ja. Tierschutzrechtlich, das habe ich, glaube ich, in meinem Vortrag auch gesagt, das ist absolut das Wichtigste. Wir stehen in der Öffentlichkeit als Jäger, als Hundeführer und da gibt es keinen Abstrich, es ist so. Ich habe den Herrn Heiß als wenig tierschutzrelevant kennengelernt. Das ist eine Feststellung, keine Frage. Okay. Es ist wie überall, muss man sich aus einem Buffet, kann man sich was rausnehmen. Was einem nicht passt, lässt man einfach liegen. Aber es ist auch
wie ich gesagt habe, bei mir, Sie können sich das, was Sie wollen, nehmen Sie mit und das andere lassen Sie da. Dankeschön. Ich glaube, man kann die vielleicht auch in der Kaffeepause diese Diskussion noch weiterführen, wenn Bedarf steht. Vielen Dank. Wir haben noch eine weitere Frage, wenn Sie auch bitte sagen, an wen am Podium die Frage ist. Ja, das tue ich mich schwer, Raul Wagner. Es ist nämlich eher ein Hinweis. Okay. Es gibt ja noch zur Navigation mit der Technik. Es gibt ja Nachsuchen, die eskalieren. Man macht es schnell und dann eskaliert es und dann ist man in irgendeiner Dickung drin. Man ist zwar am Stück, weiß aber nicht mehr wo. Und ich wollte nur den Hinweis geben, weil ich selber mal erfahren habe, man kann auch ohne Handyempfang mit dem Handy tadellos navigieren, wenn man sich zuvor die Offline-Karten runtergeladen hat. Die sind kostenlos und das Navigieren der GPS-Sensor ist passiv. Das heißt, ich kann zum nächsten Rückkehrweg, zur nächsten Vorstraße finden, wenn ich nur mal das Handy habe aus irgendeinem Grund und mir vorher die kostenlosen Offline-Karten runtergeladen habe. Vielen Dank. Sie sind quasi unser persönliches YouTube-Video hier mit der Erklärung. Danke für den Hinweis. Sehr hilfreich. Ein kurzer Satz zum Abschluss, Ausblick. Wir reden über Jagdhundeführung zwischen Tradition und Moderne. Was kommt als nächstes? Wo geht die Reise hin? Gerne auch in Doppelkonferenz, ich wie Sie möchten. Ich habe so lange nichts geredet. Wo geht die Reise hin? Wir sehen, dass sich sehr viele Rassen auf die Bewegungsjagd fokussieren, weil bei einigen Rassengruppen das ursprüngliche Zuchtziel dieser Rassen jagdlich nicht mehr so in Anspruch genommen wird. Das wird sich fokussieren, das heißt, wir werden in Zukunft viel mehr gemischte Hundeführertrupps sehen bei den diversesten Bewegungsjagden. Wo wird es noch hingehen? Die Nachsuchenhundeführer werden aufgrund der vorhandenen Technik, gerade beim Schwarzwild, was wir jetzt teilweise schon merken, weniger Einsatz bekommen. Und wenn sie Einsätze bekommen oder bekommen werden, werden das schwierige Einsätze sein. Und wir müssen jetzt den Spagat schaffen, dass die Hunde trotzdem für die schwierigen Einsätze bei der Nachsuche vorbereitet sind, obwohl sie vorher nicht die Möglichkeit haben, bevor die Technik gekommen ist. Was ich damit sagen möchte, ist, wir werden in der Ausbildung sicher sehr erfinderisch sein werden müssen, um den Hunden diese Praxismöglichkeit zu geben auf den diversesten Varianten der Kunstfährten, damit sie dann im Echtbetrieb sozusagen in der Jagdpraxis auch bestehen können. Das sehe ich kommen. Die Schussleistungen, wie gesagt, die Waffentechnik ist um vieles, vieles besser geworden in den letzten 10, 20 Jahren oder bei den Nachtzielhilfen. Also jene, die schon etwas länger Nachtzielhilfen haben, aus welchen Gründen auch immer, und du jetzt eine Nachtzielhilfe, dir eine neue anschaffst, siehst du da einen Technologiesprung von, ja, von 100 Jahren jetzt auf Menschenalter überlegt. Und das wirkt sich unmittelbar auf den Jagdhund aus. Ja. Das, wenn wir bei den Schalenwildbewegungsjagden haben, im Niederwildbereich haben die Jäger viel weniger Handling mit der Schrotflinte. Da kann es vielleicht auch sein, dass wir da ein bisschen mehr Anforderungen bekommen. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir wahrscheinlich gerade beim Nachsuchenbereich aufgrund dieser Technik weniger Einsätze bekommen werden und diese Einsätze aber nach wie vor schwierig sind oder vielleicht schwieriger werden und wir trotzdem schauen müssen, dass wir die Hunde auf dieses Level bekommen, damit sie diese Leistung dann auch bringen können. Danke sehr. Christoph, bitte kurz. Ich darf da ganz kurz einhaken bezüglich Nachsuchen. Das stimmt vollkommen. Es sind generell, werden die Nachsuchen weniger, sage ich mal, weil einfach durch den Schalldämpfer besser geschossen wird. Man kann in der Nacht die Stickeln besser ansprechen von Schwarzwild und auch die Schüsse sind besser. Und wie der Hannes schon gesagt hat, wenn es in die Hosen geht, dann sind das meistens schwierige Nachsuchen oder schwierigste Nachsuchen. Und da ist das Problem, da unterscheidet sich dann das Spreu von Weizen, da ist nicht jede Nachsuche ist gleich Nachsuche. Heutzutage, wie ich schon erwähnt habe, ich kann mit jeder Hunderasse nachsuchen. Wenn das jetzt der 100, 200, 300 Meter Todsuche ist, ist das in Wirklichkeit für jeden Hund normalerweise kein Problem. Aber wenn das dann mit fast keine Kontrollmöglichkeit, also sage ich Schweiß oder irgendwas anderes, über mehrere Kilometer geht und die Stickel vielleicht hochgemacht auch schon worden ist, dann brauche ich wirklich einen Spezialisten und der Spezialist, der wächst in den Baum. Der muss sich das auch aneignen, wie jeder Hundeführer sich das aneignen muss. Und da ist das Problem, da gehört geschaut, dass mehr Qualität vor Quantität. Also nicht, dass jetzt da 100.000 Leute nachsuchen und keiner kann es richtig.
ich persönlich nehme das Beispiel, weil wenn ich halt zu einem Doktor muss, gehe ich auch zu einem Doktor, wo ich Vertrauen habe, dass ich überlebe, dass der gut ist. Es gibt hunderte, kann nicht jeder Doktor werden. Das ist so, das ist einfach die Tatsache. Oder Pilot, ich setze mich auch in einen Flieger rein, wo ich weiß, der Pilot kann nichts und ich stirbt so. Genauso ist das. Nein, das ist so ein blöde Beispiel, aber das ist Tatsache. Und ich kann nicht, es gibt viele Hundeführer oder viele Hundeführer, was nachsuchen, aber dass wirklich eine effektive Nachsuche ist, da gehört viel mehr dazu, als nur hinter den Hund am realen Nachrennen. Und das ist das Problem. Du hast das am Punkt gebracht, Qualität statt Quantität. Genau, das ist das Wichtigere. Dankeschön. Anmerken. Herr Zeilinger. Ja, meine, Sie stimmen zu. Meine Schlussworte ist es eigentlich das, ich möchte, dass die Jagdhunde und die Hundeführer zusammen ein tolles Gespann sind, dass sich jeder Hundeführer die Stärken und die Schwächen seines Hundes kennt, weil jeder Hund hat seine Schwächen, hat auch die Stärken, und ich glaube, das macht letztendlich aus, ob ich ein guter Hundeführer bin oder nicht, dass ich auch das weiß, was kann mein Hund leisten und was nicht. Und wenn ich eine Nachsuche habe, ich habe ihn auch schon mal geholt für eine Nachsuche, weil ich es mir nicht zugetraut habe, war ein wunderschönes Erlebnis, wir haben dann gefunden. Aber da dürfen Sie nicht zu stolz sein, das zu machen. Das wäre eigentlich meine Bitte an alle Hundeführer, dass wirklich ganz, ganz genau überlegen, schaffe ich das oder nicht. Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank. Eine schöne Bitte. Einen kräftigen Applaus für unsere drei Herren. Vielen Dank an Sie drei.